liebe Leute. Heute wieder ein bisschen Let's Play und angespielt, blind angespielt. Heute mal mit Mech-Mechanik-Simulator. Schauen wir mal, wie das Game so ist. Ich gucke mir das mal an, da gehe ich blind rein. Da kommt am 25. März raus, wie ihr auch gerade eben im Hintergrund so gesehen habt. Ist ein Einzelspieler-Game. Dementsprechend Oberfläche und so auch Deutsch, Untertitel Deutsch. Englische Sprache dementsprechend. Ich spiele übrigens nicht die Demo. und da will ich mal dementsprechend, wie man sieht, spiele ich hier nicht die Demo. Also dementsprechend habe ich heute da den Key bekommen. So. Kommt am 25. März raus und wenn ich mich recht erinnere, habe ich gelesen, dass das noch trotzdem noch die Beta-Geschichte ist. Bin ich aber nicht ganz sicher, das sehe ich gleich im Spiel, was da für eine Version angezeigt wird. Die starte ich dann einmal und dann sind wir auch schon mittendrin. Mech-Mechanik-Simulator. So, bevor wir zum Profil kommen und gucken wir uns das gleich alles an. Also, wir sehen uns gleich. Und da sind wir auch wieder zurück. So. Ich werde auch nicht schneiden oder ähnliches. So, Profil. Das, wie, was? Dies eingeben? Mach doch jetzt. Ein großes Feld für einen kleinen Namen. So, Einstellungen. Gucken wir uns mal erstmal an. Da kommen wir zur Grafik. Schon von vornherein schon auf Ultra gestellt. Oh, die Bildschirmauflösung gefällt mir nicht. So, Mausempfindlichkeit. Das wenden wir ganz kurz mal an. Sorry, dass hier gerade ein anderes Bild ist. Kommt, weil das halt nicht mehr nicht genommen worden ist. So. Ich werde die Musik etwas runterdrehen, damit die nicht so doll zu hören ist. Ich weiß nicht, wie YouTube drauf reagiert. So. Also, relativ kurze Einstellung, sehr gut. Und achso. Und da gehe ich mal ein neues Spiel rein, mal gucken. Ich sollte auch meinen Lüfter ein bisschen erhöhen. Habe ich gerade am Computer. You're finally here. Your competitors were not as lucky as you are, and they are still sitting in their holes. And you got this gem. Okay, WASD. Und Steuerung. Okay. Ich sehe mich selbst nicht, okay. You know how hard it was to find this place? And unregistered mechanics are still being prosecuted by the authorities. Since you're operating in a somewhat gray area, they'll surely make me your partner in crime. Screw me apart and make me a blender or some other tool. Just be careful, okay? Okay, du wirst dich am Anfang sicherlich ein wenig verloren fühlen, da diese Werkstatt ein paar Mal größer ist als das Loch, in dem du gebaut hast. Wenn du dich umgesehen hast, kannst du ins Büro gehen. Aha. $15.000 Startkapital. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Klar, kann ich wahrscheinlich noch nichts anklicken, weil ich das
Logischerweise. Oh. Kein Mech in der Werkstatt. Okay, hier findet man scheinbar entsprechend Materialien. So, wir müssen so schnell wie möglich eine offizielle Lizenz erhalten. Ohne sie wird es niemand riskieren, uns einen größeren Auftrag zu erteilen. Okay. Mit diesem Computer Zugriff auf Stellenangebote. Ich nehme an, dass du schon einmal in solch einer Werkstatt warst. Ich bin aber hier, um dich im Fall der Fälle zu unterstützen. Möchtest du? Ja, ich mach weiter. Ich will es ja mir mal angucken. Here you can see the list of all currently available job offers. With time and enough work, more of them should appear. Die Inflation ist rückläufig. Die Rolling Stones starten ihre neuen Konzerttournee. Die neue Klage von VICO gegen die Sakura Corporation wurde abgelehnt. Aha. Ein bisschen merkwürdig. Ach, das ist die Sakura-Technologie. Da oben kann ich noch nichts anklicken. So, hier siehst du die Details in hier bla bla bla. Du wirst sehen, welche Unternehmen jemand sucht, welche Mech-Modell benötigt wird und natürlich auch, was überhaupt die Aufgabe ist. Nimm den Auftrag an, wenn du bereit bist. Reparativ. Beim Transport ätzender Stoffe kann es so ein Unfall. Ersatzteile des Mechs. Okay. Also ist ein Mech beschädigt, muss ich reparieren. Aha, okay. So, kurz zusammengefasst. Da kommt er. Richtig, gehen wir zur Montagestation, um zu sehen, was mit unseren Patienten los ist. Da muss ich wieder runter. Geht's auch da runter? Ah ja, okay. Folgt mir auf Schritt und Tritt hier. We need to find out what's damaged in the mech. To do that, we will use this station. But first we need to clean the mech from all the dust and mud. Also erstmal von Schleim und Schlamm und sowas. Okay, auf Reinigen klicken. So, drücke und halte linke Maustaste, wird der Wasserfluss gestartet und bewegst den gesamten Mech zu reinigen. Du kannst mit WASD die Kamera drehen und wenden, bla bla bla. Okay. Machen wir erstmal vorne mal ein bisschen sauber. Ah, Reinigung ist abgeschlossen. Bist du nicht ganz sauber? So. So, okay, das kostet Kraftstoff. Kraftstoff, nicht Wasser. Das nennen sich Kraftstoff statt Wasser. Gut, jetzt kommt der Scan-Vorgang. Bevor der Scanner in Betrieb genommen wird, muss er für jeden Mecher in unserer Werkstatt angepasst werden. Um den Scanner einzustellen, müssen Sie die Phase und die Amplitude, keine Ahnung, seiner Waffe erhöhen. Amplitude? Ist das falsch übersetzt? Naja, egal. Wenn Sie die Scanner richtig einstellen, wird er finden, okay. Ah, okay, da muss ich. Müssen, glaube ich, identisch sein, ne?
Ah. Scan-Vorgang abgeschlossen. Scan-Vorgang findet heraus, wie man den Auftrag beenden kann. Um die Liste der Aufgaben zu öffnen, die erledigen werden müssen, Tab. Kehre zurück zum Montagemenü. Okay. Zusammenbauen. In diesem Bereich kannst du alle Mech-Module auswählen, die du abmontieren möchtest. Die rot hervorgehobenen Module beinhalten die beschädigten Bauteile. Drücke auf das defekte Modul und wähle eine der Werkbänke aus, um es dorthin zu verschieben. Okay, also der Arm ist kaputt. Okay. Okay, erstmal die Schrauben ab. So, was war der rechte Arm? Gehen wir zur Werkstatt und beginnen endlich mit der Reparatur. Okay. Das ist der Arm, der repariert werden muss. Mit dem Bewegungskastel kann man frei mit dem Cursor kannst du Bauteile auswählen, die dich interessieren. Ich bin sichtbar, okay. Also mit Q und W kann man Demontage und Montage wählen. Demontage. Okay, welches ist jetzt das beschädigte Teil? Okay, die Steuerung mit WASD ist schon... Ups. Also rechte Maustaste aber nicht unbedingt drücken. Also im Endeffekt, dass was grün ist. Ich baue es einfach mal auseinander. Den ganzen Arm. Okay. Mausrad rein und raus zoomen.
Okay, das da, der Hebel. Okay, Schraube. Na, hier ist die Schrauben. Soll ich was sagen? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich baue jetzt nur alles auseinander. Kriegen wir das Ding auch wieder zusammen? Das ist die Frage. Kriegen wir das wieder zusammen? Ganz klein, das ist das Kabel. Alter Schwede, sind echt oft detailliert. Das ist echt detailliert, ne? Was wäre das nächste dann hier? Gehen wir ein bisschen näher ran. Und da ist kaputt. Das muss ich ganz machen. Da muss ich auch rankommen. Im Endeffekt muss ich da tatsächlich rankommen, weil das ist nicht reparierbar. Das muss ich austauschen. Ich finde jetzt keine Stelle, was ich jetzt sehe, vom Augenmaß her auch nicht sehen kann. Was das sein kann jetzt, wo noch was festsitzt. Da. Die Schrauben. Also die Pfeile meiner Maus, ne? Den Weg muss man dann immer auch gehen, entsprechend. Und wieder runter, genau. Aber, ne? Weil unten muss es hochgehoben werden und unten, das muss ja sein Kabel. Also macht schon Sinn. Play makes me dull. Jetzt zum Beispiel bei der Hand.
Komm langsam näher. Wieso komme ich da nicht schon früher ran? Weil das ist so eine normale. So, es scheint, dass wir jetzt die Ursache des Problems entfernen können. Los geht's. Derzeit verfügen wir nicht über die erforderlichen Hardware, um diese Bauteile zu reparieren. Sobald du jedoch eine Lizenz hast, können wir Stationen kaufen, die das Problem beheben können. Momentan musst du es durch ein neues ersetzen. Gehe zum Montagemodus. So, in diesem Modus werden alle platziert werden können. Klicke auf die Stelle, von der du gerade bestimmten Teil entfernt hast. Das wäre das. Wie du sicherlich bereits bemerkt hast, kannst du von dieser Station aus aufs Inventar zugreifen. Das Inventar verfügt über Filter, um nur die Bauteile anzuzeigen, die in den jeweiligen Slot passen. Wir haben derzeit keine Bauteile, welches wir in diesen Slot platzieren können, deswegen wir einen kaufen müssen. Okay, also wir müssen kaufen. Das ist das defekte Kabel. Und wir kaufen uns eins mal mit 95. Ich denke mal, das ist eine Prozentanzahl. Okay, es ist relativ simpel, dass der Aufbau wieder. Also muss man sich nicht merken, wo man eventuell. Ich sollte was aus dem Shop kaufen, ne? Weil es hat bei nämlich ein Kabel so wenig. Okay, jetzt taucht alles auf, was ich im Endeffekt abgebaut habe. Die Schrauben muss man leider auch einzeln alle reinschrauben. Aber ist ja auch richtig so. Irgendwas vergessen. Da.
Haben wir alles? Irgendwas übersehen. Sieht nicht danach aus, ne? Als ob ich was übersehen hätte. Kann ich eigentlich auch irgendwie nach unten? Ah ja. Ich glaube. Ja. Alle Aufgaben habe ich erledigt. Also dementsprechend kann ich eigentlich wieder anbauen. When you finish all of the main goals of a job, you'll be able to return it. Of course, you can return a job before fixing the mech if you don't feel like getting your money. Right. Okay, ab ins Büro. Ah, hier kann man auch nochmal. Naja. So, ab ins Büro. So, und da kann ich jetzt meinen Auftrag abschließen. Und schon haben wir den ersten Auftrag. Arbeitszeit 21 Minuten und 4 Sekunden. 9.800 Dollar verdient. Du kannst dann im Stoppierzeit betreten lassen, indem. Okay. Mit L oder ein I? Ist das ein L oder ein I? Ein I, ne? Sehr schön. Da haben wir den ersten Auftrag ja erledigt. Gucken wir doch mal, ob wir einen weiteren bekommen. Oh ja, wir haben einiges. Das ist alles repariere Bauteil. Da muss man zwei reparieren. And then I told him, show me the money. That's what I told him. Was ist unter Unternehmen? Lizenzen. Hier kannst du Mechanikerlizenz kaufen. Dies ist einer der ersten wichtigen Schritte für uns. Wir haben jedoch nicht genug Geld. Ja. Okay. Globale Markengarage kommt auch noch, okay. Also man braucht 25.000 Dollar für eine Lizenz. Okay. Für dieses Video, liebe Leute, war's das. Erstmal, jetzt haben wir gesehen dementsprechend, wie man einen Roboter entsprechend repariert. Ein Mech, ein Roboter, ein Mech entsprechend repariert. Ist ja ein Roboter. Und ich denke mal, ich werde tatsächlich, das Video kommt gleich jetzt online. Und ich glaube, ich werde jetzt dann nochmal morgen, heute ist Samstag, morgen am Sonntag, nochmal weitermachen und mal gucken, was da so in Sachen Lizenzen und globaler Markt, was sich da noch so alles ergibt. Also nicht weitermachen in diesem Sinne ohne YouTube, sondern tatsächlich auch auf YouTube entsprechend natürlich das Video machen. Ich würde das, ich spiele das jetzt nicht alleine im Endeffekt, sondern mit euch, wenn man es so will. Also ich hoffe dementsprechend, dass ihr dann gleich auch das zweite Video anguckt. Wenn ihr das heute anguckt, dann ist das zweite noch nicht da.
Es ist etwas verwirrend, ja. Ich mache daraus mal zwei Teile tatsächlich mal, weil das ja auch sehr lang ist im Endeffekt. Ne, und ich, ne, das Video jetzt schon eine halbe Stunde. Ich will ja meine Videos im Endeffekt YouTube ja auch nicht so lang machen grundsätzlich. Und wer da natürlich weiter Interesse hat zu gucken, kann dann gerne weiter gucken dann auch. Ich habe hier dementsprechend nicht die Demo drauf oder sowas. Also bei mir ist das hier nicht begrenzt. Dementsprechend kann ich natürlich jetzt auch weiterspielen und euch das zeigen. Also, ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Video mit rein. Und in der Regel wird das dann auch mit eingeblendet dann, sobald das Video dann entsprechend auch da ist. Also, wir hören, sehen, riechen. Nein, riechen nicht. Bloß nicht. Und also, bis dann.